Jo, herzlich willkommen bei einer neuen Folge Skyrim. Meine Bonusfolge Nummer 15 müsste das hier sein. Was ist das dann? Zwei. Ach, ich. Ja, müsste ich jetzt ausrechnen, kriege ich jetzt irgendwie nicht auf die Reihe nebenbei. Auf jeden Fall ist es, müsste es Bonusfolge Level 15 sein. Was ihr hier seht, ist die verbesserte Erzmagierrobe. Und daraus lässt sich schließen, dass ich zwischen der letzten Folge und der heutigen Folge die Questreihe von der Winterfeste abgeschlossen habe und nun Erzmagier bin hier drüben. Und ja, bevor ich es vergesse, 24.01.2016 ist heute 23.50 Uhr. Und bevor ich es vergesse zu erwähnen, mit dieser Folge habe ich zwei Problemlösungen installiert, und zwar heißt das eine Double sofern wir keine Cursor Fix. Besprechen haben, das macht genau das, was es tut, was der Name schon sagt. Es behebt das Problem, dass ich manchmal zwei Mauscursor hatte. Ich hatte in der letzten Zeit, seit ich auf Windows 10 umgestiegen bin, immer damit zu kämpfen. Vorher schon, aber seit Windows 10 war es noch schlimmer als vorher. Und dann noch ein Windows Border Fix oder Fix Window Border oder wie das heißt. Beides zu finden auf Nexus. Ich plane das in der Videobeschreibung zu erwähnen. Sollte ich es vergessen, dann stupst mich an, schreibt mir das in die Kommentare, dann suche ich euch die entsprechenden Links raus. Weil dieses Problem habe bestimmt nicht nur ich. Wenn ich also in den letzten Folgen war es oft so, dass wenn ich jetzt hier im Menü war und dann da an den Rand gekommen bin, hatte ich plötzlich zwei Mauscursor. Und das war extrem lästig, und wenn ich nicht aufgepasst habe und vielleicht daneben geklickt habe, hat es den Task gewechselt. Das ist mir mehrfach passiert. Einige von euch werden es mitbekommen haben. Wenn ich mal wieder so gemacht habe, um den Cursor runterzuziehen, also so diese Bewegung gemacht habe und dann wieder herher gegangen bin, dann habe ich versucht, diesen doppelten Mauscursor wegzubringen. Das Problem scheint mit diesen beiden Fixes beseitigt zu sein. Deswegen, wie gesagt, solltet ihr das Problem auch haben und ich vergessen haben, es in der Videobeschreibung zu erwähnen. Sagt mir das, dann gebe ich euch die Links dazu. Ja, halt ihr Stab, magischer Bogen, ich bin hier, um zu verkaufen, genau. Ich wusste jetzt gar nicht mehr, warum ich jetzt hierher gekommen bin. Ich habe inzwischen auch die... Gut, Stolzspitze, das ist wirklich ein prächtiges Haus. Ja, das stimmt. Zum Verkauf. Ich habe inzwischen auch die Bardenakademie abgeschlossen. Anscheinend haben die Kaiserlichen ständig Bedarf für alles Mögliche. Aber womit? Ich möchte verkaufen, ja. Also die Bardenakademie abgeschlossen und mir die drei Nebenquests von der Bardenakademie auch noch erledigt. Da bekommt man ja dann einen Level Boost, das heißt jede Menge Skillpunkte gelernt. Also nicht Skillpunkte, sondern Skills von jedem der drei Barden Akademielehrer bekommt man dann eine ganze Menge Fähigkeiten beigebracht, und die haben mich ordentlich weitergebracht. Wie ihr seht, bin ich inzwischen auch schon Level 44. So, und hab hier auch ordentlich geskillt, allerdings weniger in meine Kampfskills als in das, was Carissias Rolle als Händler später mal bestärken wird. Kämpfen tut ihr euch auf. Ihr Entertrupp für sie, also meine vier Mädels hier, wo sind sie denn? Da stehen sie. Nee, da stehen sie nicht. Wo sind sie denn jetzt? Also kämpfen sollen die für Velaya vorerst wenigstens. Papa sagt, dass das ich sie nie mehr wiedersehen werde. Aber er wollte mir nicht. Dafür hat sie ihre Leibgarde. Und jetzt muss ich euch noch schnell eine Änderung zeigen, bevor ich zum eigentlichen Punkt des heutigen Videos komme. Wir machen nämlich heute weiter mit der Windstadt-Mine. Und zwar betrifft das die Drunken Dragon. Ich da jetzt mit meinem Teleportierzauber hin, weil ich dann keine Zeit verliere. Wenn ich damit Schnellreise hingehe, vergehen einige Stunden und ich komme nachts dort an. Das will ich jetzt nicht, deswegen machen wir das so. Das geht ohne Zeitverlust. Das ist ein sehr schöner Zauber. Auch eine Mod habe ich euch auch schon vorgestellt. Und hoffentlich auch die Mod in der Videobeschreibung erwähnt. Hoffentlich.
So, dann sollte ich mich darauf vorbereiten, mich zu heilen. Upp. Na? Hallo? Achso, hat schon geklappt. Ein bisschen zeitverzögert das Ganze. Keine Ahnung warum. Irgendwas lacht hier offenbar. So, das ist der Drunken Dragon Version 2.1. Es gab seit der letzten Folge zwei Updates. Eine auf 2.0 und eine auf 2.1. Wie man sieht, hat sich hier einiges geändert. Es ist jetzt nur noch eine Kleiderpuppe hier. Dafür mehr Inventar. Und ja, das mit der Verkäuferin funktioniert anders. Das ist Elia. Die habe ich aus dem Turm. Wie heißt das? War da unten irgendwo. Dunkellichtturm muss das gewesen sein, wenn ich mich recht erinnere. Da habe ich die aufgegabelt und rekrutiert. Und also man kann hier einen beliebigen Follower, einen beliebigen Begleiter hier als Shopbetreiber, als Ladenbetreiber installieren. Dann war ja hier hinten die Tür für den Lagerraum, in dem er das Zeug reingeschmissen hat. Das läuft jetzt ein bisschen anders. Wir haben hier mehr Inventar jetzt. Und dafür haben wir jetzt hier die Truhe Shop Inventory. Und da ist das ganze Zeug drin. Da schmeißt man also rein, was man verkaufen möchte. Und halt den Stab behalte ich als Trophäe. Talos Amulett brauche ich noch für meine Häuser, für die Talos Schreine. Für die Talos Schreine brauche ich auch noch Drachenstuppen und Drachenknochen. Drachenknochen habe ich gefunden. Bei einem Knochendrachen, da gibt es eine Quest, da gibt es einen Knochendrachen in einem Verlies. Die habe ich gemacht, aber leider hat der keine Schuppen. Das heißt, wenn ich diese Talos-Schreine bauen will, ich habe auch ein bisschen gekocht, einfach nur um der Sache willen. Und die verkaufe ich jetzt in meinem Laden, die Sachen, die ich jetzt da, die Sahnenschnitten und das andere ist noch Loot. Weil, wie gesagt, das Calrissa spielt das hier als Handelssimulation. Und in diesem Sinne. Nee, Ziegenfell sollte ich da nicht reinschmeißen, das brauche ich noch. Ich habe nämlich da wollte ich nicht hin. So. Ich gebe euch Deckung. Hab ich bei dir noch Klump drin? Oh ja, puh. So, das lasse ich alles meinen Laden hier verkaufen. Oh, bin ich voll geladen. Eieieiei. Ach so, und hier hat der Mörder übrigens noch eine Truhe hingestellt. Die kann ich als Lagerraum verwenden für Sachen, die ich nicht verkaufen will. Sehr schön gemacht. Die Mod macht also Fortschritte, wird auch weiterhin gepflegt. Ich bin auf die nächste Neuerung gespannt. Ich habe ihm gesagt, ich würde mir einen Verzauberertisch hier wünschen, damit ich die Sachen, die ich in die Truhen schmeißen kann, auf Verzauberungen prüfen kann, die ich vielleicht noch nicht habe. Bin gespannt, ob er es macht. Ansonsten muss ich das vielleicht selber machen. Muss ich mich mit dem Editor mal befassen. Ich habe ja mittlerweile auch ein Tutorial geschrieben, wo ich... Ach, das habe ich euch schon erklärt. Das brauche ich euch nur noch mal erzählen. Das habe ich euch schon erklärt. Ein Tutorial, wo ich mich mit dem Skyrim Editor befasse. Könnt ihr mal reingucken, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Da erkläre ich einen Sachverhalt, nämlich wie man... Habe ich jetzt hier noch was? Ja, da ist noch was drin. Wie man eine Rüstung herstellbar macht, wenn sie vorher nicht herstellbar war. Herstellbar und verbesserbar. Ja, nee, komm, können wir so lassen erstmal. Ich bin direkt hinter euch. Das ist beruhigend. Guten Tag. So, dann habe ich euch den Fortschritt dieser Mod hier auch gemacht. Ich gehe davon aus, dass das noch längst nicht alles war. Da fällt dem Modder schon noch einiges ein. Wie heißt der Puffy Dragon oder so ähnlich? Das ist der Modder. Auch ebenfalls auf Nexus.
So, dann haben wir hier mal wieder entrümpelt. Und jetzt wird es Zeit, dass wir uns wieder mit der Windstadt-Mine befassen. Gehen wir mal ins Haus Windstadt. Inzwischen habe ich auch das Haus Windstadt und das andere Haus, wie heißt es gleich wieder, Helljährchen gebaut und schon ziemlich weit aufgebaut. Das allerdings offscreen, das habe ich mit Velaya damals schon mal ausführlicher gezeigt, ein bisschen ausführlicher. Das muss ich jetzt mit Calrissia nicht nochmal ausführlich zeigen. Da werde ich mich kurz fassen. Jo, da klappern wieder irgendwelche Knochen. Das werden die Draugr sein, die hier da irgendwann aufgetaucht sind. Das hatte ich ja bei Velaya auch, das Phänomen. Das ist wahrscheinlich ein fester Bug im Spiel, gegen den man nicht viel machen kann. Heute meinen sich die Ladebildschirme wieder gut. Ach, bin ich froh, das Doppel-Cursor-Problem ist definitiv gelöst. Und das Problem mit dem Fenster, mit dem Fensterrahmen auch. Also wenn ich jetzt da aus dem Bereich rauskomme, komme ich nicht mehr aus dem Spiel raus. Sehr schön. Dann, ich nehme mal die Eisenbeschläge mit. Ich werde mal neue bauen bei Bedarf. Dann nehme ich mal 40 Glas mit. Dann mal so 50 Leder. Ebenso viel Lederstreifen. Lehm brauche ich jetzt, glaube ich, nicht. Oder brauche ich da Lehm für? Ach, ich nehme mal welches mit. 60. Da jetzt wird es langsam eng. Nägel. Nägel nehme ich mal 60 mit. Ich kann mir hier jederzeit neue schmieden. Scharniere nehme ich komplett mit. Schlösser nehme ich mit. Stroh nehme ich mal 50 mit, falls ich da irgendwie Betten bauen muss oder sowas. Ziegenhorn für Beleuchtungen. So, jetzt habe ich 557, einen Teil davon gebe ich dir. Komm, du kommst mir gerade recht da. Leder, wupp. Lehm. So, das langt schon. Habe ich da gar keinen Bruchstein drin? Doch. Die 24 Bruchsteine nehmen wir auch mit. Und ja, hier habe ich also einen Verzaubererturm hin. Da bin ich auch umgezogen von meinem Haus am See hierher und habe die Sachen hergetan. Das werde ich in Zukunft hier machen. Einfach der Sache wegen. Und ja. Mit Alchemie habe ich es genauso gemacht, bin ebenfalls hierher umgezogen und unten im Keller, da laufe ich jetzt nicht extra hin, sind dann die Schmiedesachen. Also ich bin komplett hierher umgezogen mit dem Geraffe und so. Übrigens die Robe, die Velaya Calrissia gerade anhat, das ist eine modifizierte Erzmagier-Robe. Wollte ich eine Robe haben ohne Hut. Aber das hat irgendwie nicht funktioniert mit dem Add-on. Jetzt habe ich halt die Robe mit der Retextur genommen. Ist auch in Ordnung. Diese Retextur gibt es in mehreren Farben. Ich habe mir die mit dem königlichen Blau ausgesucht. So, dann Windstadt-Mine runter da. Das kann nicht lang dauern. Der größte Teil der Umgebung ist ja schon im Speicher. Bin immer noch da. Das ist fein. Jetzt ist die Frage. Ja, gehen wir mal rein. Ich nehme mal an, dass das alles von innen gesteuert wird, von der Werkbank. Beziehungsweise schauen wir das mal an. Es kann aber sein, dass es eine zweite Werkbank gibt für das Spielerhaus. Holz müsste ich noch haben. Ich habe neulich erst 2000 Holz, glaube ich, gekauft. Hier hat sich also auch ein bisschen was getan, wie ihr seht. Ich weiß nicht, ob... Ich kann mich gerade nicht erinnern, ob ich euch den Stand schon gezeigt habe.
Und das ist unsere Werkbank für die Aufbauten. Materialbesorgungsbuch. Na? Achso, hier könnte ich auch. Okay. Es dauert 2 Stunden, einen Auftrag zu bearbeiten. Gut. Gut zu wissen. Windstadtmine, Werkbank. Dann Bürogebäude und Schmiedehaus. Erfordert Gold. Ich habe gerade so viel Gold, wie ich dafür brauche. Ach du Scheiße. Heißt das, es erfordert alles Gold? Ja, da werde ich jetzt nochmal in meinen Laden gehen. Hilft nichts, wenn das alles Gold erfordert. Ich hoffe, dass inzwischen schon wieder genug verkauft ist. Jo. Achso, das ist. Ich brauche wieder den Gate-Zauber. Und wupp. Heilung, so. Ich wollte jetzt hier im Tresor erstmal ein bisschen sammeln lassen. Ich habe jetzt nicht gedacht, dass ich da einen Haufen Gold mit mir rumschleppen sollte. Aber gut, ist halt so, wie es ist. Dann. Durchsuchen, safe. Immerhin, damit kommen wir schon ein ganzes Stück weit. Und dann sollte ich vielleicht. Lass mich mal durch. Hallo. Dann eben mit Hilfe des Add-ons. So, wenn ich nämlich die Waffe ziehe und wegstecke, dann gehen die nämlich hinter mich. Das ist mit Amazing Follower Tweaks gelöst. Das finde ich ganz in Ordnung. Irgendwie habe ich da eine doppelte Textur. Das schaut ein bisschen seltsam aus. Ist das. Sind das die Dinger da? Müssen die Dinger da sein. Genau. Jetzt schaut das so aus, wie es ausschauen sollte. Gut, F5. Dann schauen wir mal, ob ich schon wieder was krieg von meinem Buttertalhof. Der gehört mir ja immer noch. Durch den alternativen Startmod. Schön euch zu sehen. Kommt doch herein. Jo, aber gerne doch. Guten Morgen. Morgen. Ja. Warum so muffelig heute, hä? Hofverdienste. Nochmal 339 Gold, jawohl. Dann habe ich jetzt 3856. Davon werden wir doch ein bisschen was von der Windstadtmine aufbauen können, hoffe ich doch. Ja, immerhin, den Bürobereich oder so habe ich jetzt gebaut, ne? Wahrscheinlich ist es gar kein Spielerhaus, sondern Bürogebäude und Wachgebäude, keine Ahnung. Bin immer noch da. Das ist fein. So. Das werde ich wohl gebaut haben. Ha? Eben gerade. Werfen wir mal einen kurzen Blick rein. Das hat das letzte Mal auch noch anders ausgeschaut. Quartiere des Schmieds. Juhu, wir haben dann auch einen Schmied. Wenn der für uns arbeitet, das wäre klasse. Also gut. Hier wird dann mal ein Schmied wohnen. Also ich sehe schon, wieso stehen, das gehört doch ja alles mir, das ist ja unglaublich. Direkt hinter euch. Jo, also das hat auf jeden Fall noch Potenzial. Sogar mit Sicherheit, das gefällt mir. Ich find's toll. Ich sag ja, ich mag die Mod. Und weiter oben, da war nämlich das Haus, das wir neulich besichtigt haben in der letzten Folge. Gut, dann hoffe ich, dass ich jetzt ein bisschen mehr machen kann. Weil ich würde die Mod gerne starten. Materiallager, was habe ich denn da alles noch drin? Ja, das schaufel ich doch alles mal in mein Inventar.
Dann Außenbereich, Schmiedebüro, Einrichtung. Jetzt muss ich auswählen, was mir wichtiger ist. Kabine des Mietsherrn. Das ist wohl mein Metalle. Das ist falsch geschrieben, macht aber nichts. Da bin ich nicht so pingelig. Äußere Schmiedeofen. Ich schau mal, ob ich die Schmiede in Betriebszustand bekomme. 781 Gold. Ja, will ich. Die Büroeinrichtung ist bestimmt. Ach, was ist. Ich fange mal mit der Schmiede an. 15 Eisenbeschläge, 2 Ziegenhornholz, Nägel, Stroh, Leder. Relativ kompliziert. Aber wenigstens kein Gold. Gut. Mach das mal. Äußere Schmiedeofen und Rohmateriallager. Das kostet vor allem 737 Gold. Dann nehmen wir halt mal die 403 Gold in die Hand für die Kabine des Mietsherrn. Die 789 für die Methalle. Die Büroeinrichtung. Oder die Metalleneinrichtung. Ach Gott, jetzt wird's eng, jetzt wird's knapp. Was bräuchte ich denn dafür? Eisenbeschläge, Stahlbarren, Eisenbarren. Stahlbarren, Eisenbarren müsste ich also besorgen. Machen wir die Büroeinrichtung. Dann haben wir zumindest das. Gold reicht jetzt natürlich nicht mehr aus. Da das jetzt hier momentan meine Baustelle ist, nehme ich Vanessa mal die Sachen ab. So. Also, Stahl wäre eigentlich kein Problem. Ich brauche nur Eisen und Korund am Schmiedeofen zu mischen. So, Bruchstein, Eisenbeschläge. Feuerholz kann man auch mal da rein tun. Glas. Goldbarren, keine Ahnung, ob ich das da irgendwie brauche. Lehm, Nägel, Scharnier, Schloss. Silberband tun wir auch mal da rein. Könnte ja sein, dass ich das brauche. Ziegenhorn haben wir erfreulich viel. Ziegenfell brauche ich hier eigentlich nicht, das bräuchte ich eigentlich im Haupthaus. Aber gut. Tun wir mal das Ziegenfell wieder rausnehmen. Stahlbarren, die brauche ich auch hier. Gut, dann kann ich zumindest wieder laufen. Und ja. Kein Problem mit dem Eisen und Korund hier, habe ich hier ja in der Mine. Da werde ich mich auch jetzt relativ kurz fassen. Bin immer noch da. Mit dem Extract-Ort-Zauber ist das ja überhaupt kein Problem. Da haben wir Eisen. Und oben links könnt ihr sehen, wie das Eisen eintrudelt. Also die Erzmine hier ist unerschöpflich. Ich könnte jetzt natürlich wieder etliche Stunden damit zubringen, das Eisen auf andere Weise zu beschaffen. Aber das... Warum soll ich das jetzt machen? Rubin hinzugefügt. Muss jetzt echt nicht sein. So. Und jetzt suchen wir noch nach Korund. Das war, glaube ich, hier oben irgendwo. War das hier? Nee, das war Eisen. Irgendwann kann ich mir das schon mal merken. Dann war es wohl da hinten. Oh, da geht's wahrscheinlich später mal weiter. Da wird's wahrscheinlich noch eine Überraschung geben. Das schaut nach Korund aus. So. Geht auf jeden Fall schöner als mit einer Spitzhacke. Ich mag den Zauber. Und mit der Erzmagierrobe verbrauche ich auch nicht so viel Magika. Was? So, ja, nix was. Jetzt gehen wir an den Schmelzofen, schmelzen das ein. War das Büro? Nee, ich habe schon gedacht, dass das vielleicht, da vielleicht die Büroeinrichtung reingekommen ist. Dann brauche ich Stahl. Also so richtig ortskundig bin ich hier noch nicht, wie man sieht, ne? Ich verlaufe mich hier noch. Ich glaube nicht, dass ich hierher wollte.
Was? Wieso kann man da was aktivieren? Benutzt Fuhrwagen, um rund um Windschattenmine zu reisen. Aha, das ist ein Schnellreisensystem. Das ist ja... Was passiert, wenn ich hier auf Hauptschacht klicke? Ausgang. Okay, sehr schön. Ich sehe schon, der Modder denkt mit, echt klasse gemacht. So. Geld ist mir jetzt ausgegangen. Ich brauche Stahlbarren. Machen wir mal einfach ein paar Stahlbarren. Das war hier oben, ne? Sorosoro Spatzkoshira. So, Stahlbahn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So, machen wir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Korundbahn, den Rest lassen wir mal. Eisenbahn, glaube ich, brauche ich, oder? Hab ich noch? So, das langt jetzt erstmal. Müsste ich eigentlich wieder irgendwas bauen können. Und wenn nicht, dann lasse ich das Zeug einfach hier. Folge ist eh bald voll. Achso, ich brauche das alles. Nö, kann ich jetzt hier gerade nichts machen. Was ist hier drüben? Bin immer noch da. Gold, Eisenbeschläge, Eisen. Wenn noch ein paar Eisenbeschläge macht, dann. Ich gebe euch Deckung. Boah, also die Bruchsteine, die schleppe ich jetzt nicht mit mir rum. Das ist ja wohl gerade mal für die Katz. Feuerholz wiegt ewig viel. Glas brauche ich jetzt. Doch, Glas brauche ich jetzt für den Auftrag. Aber die Bruchsteine. Die brauche ich nicht und den Lehm auch nicht. Da kommen wir der Sache schon näher. Dann. Ich gebe euch Deckung. Nimm du mir mal was ab von dem Zeug. So, was gebe ich dir denn? Ich gebe dir mal das ganze Leder hier. Ich, weißt du was, ich gebe dir jetzt mal alles außer Schlösser, Silberbarren. So, jetzt kann ich schon wieder laufen, das taugt. Was wollte ich jetzt gleich wieder machen, verdammte Axt. Achso, ich wollte Eisenbeschläge machen. Ich gebe euch Deckung. Da ist ein Amboss. Komm mal her, Vanessa. Komm, der Vanessa. Ah, das hätte ich mir sparen können, wenn du da stehen bleibst. Eisenbarren. Ich brauche Eisenbeschläge. Vom Rest habe ich noch genug. So. Eisenbeschläge. Achso, nee, Quatsch. Hier. Eisenbeschläge. Und Schmiedekunst verbessert. Ja, habe ich auf 85 gebracht. Fast nur mit Hausbau. Ich gebe euch also auch mit den anderen Hardfire-Häusern. Und jetzt brauche ich wieder Nägelbruchstein. Oh. 5 brauche ich dann nur. Tue ich mir jetzt auch nicht mehr ins Inventar. Vanessa, komm mal her. Boah.
ewiges Hin und Her. Hallo? Was fehlt jetzt noch? 10 Eisenbarren und 5 Lehm. Die werden nur zum Hirsch. Lehm, 5. Muss ich jetzt wieder darauf tigern? Ja, hilft nix. Da mache ich jetzt aber nicht lange rum im Inventar von Vanessa. Ich lauf halt jetzt einfach mal so. Wird Zeit, dass ich mein Atrial Horse bekomme. Für 5000 Gold brauche ich dafür. Damit kann ich dann hier unten auch reiten. Das sollte ich vielleicht demnächst mal in Angriff nehmen. Achso, ich brauche Eisenbahn, ne? Das machen wir da jetzt. Fünf. Drei, vier, fünf. So. Das passt. Jetzt watschel ich wieder da runter. Ja, ich habe den Wecker gehört, ich weiß aber... Ich möchte das jetzt eigentlich gerne zu Ende bringen, was ich heute noch machen kann. Dann wird es wieder Zeit, Gold zu farmen. Obwohl, das sollte eigentlich kein Problem sein. Metaller-Einrichtung. Gut, das machen wir jetzt. Was ist das? Gold. Lehm, Eisenbeschläge. Nägel. Lehm, Eisenbesch... 15 Eisenbeschläge. 40 Nägel. Das kriege ich auch noch hin. Ich bin auch noch Eisenbeschläge-Nägel. Und dann wird es Zeit für einen Cut. Das hat sich jetzt hier auch geändert, oder? Das war doch gerade eben noch nicht da. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Zwei, drei, sieben, acht. Damit müsste ich eigentlich... haben. Ja, 16 und reicht gerade noch für diese eine Erweiterung. Ich bin direkt hinter euch. Jo, war eine Bastelstunde. Aber so ist es halt mal. Kalrissa ist halt angehende Geschäftsfrau. Und dafür muss man halt ein bisschen was tun. Jetzt fehlt noch Lehm, haben wir auch. Lehm 5. So, und Hauptschacht, Bergarbeiterunterkünfte, schön. Die Arbeiten an den Hauptgebäuden der Mine sind abgeschlossen. Ihr könnt nun Arbeiter für euer Unternehmen anheuern. Benutzt das Auftragsbuch innerhalb des Bürogebäudes, um Arbeiter anzuheuern. Jo, da haben wir doch dann Aufgabe für die nächste Folge. Also nächste Folge beginnen wir mit Arbeiter anheuern. Da werde ich jetzt erstmal offscreen rausfinden, wie das geht und was das kostet. Vor allem, da brauche ich bestimmt auch wieder Rohstoff und Gold mindestens. Ansonsten sage ich mal vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.